Ja, danke auch für das Klatschen und Jubeln. Mal sehen, wer nachher noch klatscht und jubelt, wenn ich fertig bin. Das haben vielleicht schon einige gesehen im Laufe der letzten mittlerweile fast anderthalb Jahre. Im vorletzten Jahr 2014 entstand im November relativ schnell nach einer längeren Vorlaufphase ein Prozess, der hin zu dieser Zeitung geführt hat, was grundsätzlich etwas Gutes ist, denn es bestand offenkundig der Wunsch, nicht nur bei einigen wenigen, sondern bei ein paar mehr, dass es in Leipzig vielleicht noch ein weiteres gedrucktes Printprodukt, eine Zeitung gibt, wenn möglich wöchentlich erscheinend, die ja erstmal mehr Medienvielfalt nach Leipzig bringt, andere Themen vielleicht beleuchtet, sich halt anders verhält als die eine Zeitung oder die Zeitung, wie man heute immer noch gerne im Stadtrat sagt. Und der Name sollte auch Programm sein, also die Leipziger Zeitung, das ist, denke ich, kein kleiner Anspruch. Der Slogan entstand dann im Rahmen einer Online-Umfrage durch Leser, zukünftige Leser, Interessenten, die haben den ausgewählt und haben gesagt, das wollen wir haben. Und ich möchte heute Abend ein bisschen darüber erzählen, was seit diesem November 2014, was da geschehen ist, wie die Abläufe vielleicht ein bisschen waren und was man durchaus daraus lernen kann. Vorausschicken möchte ich eins. Bei einer Zeitung gibt es unglaublich viele Menschen, die damit zu tun haben. Ich würde hier schätzen, Minimum 30, vielleicht mehr. Und es gibt, wenn nicht alles glatt läuft, bei einem so emotionalen Projekt wie einer Zeitung, ganz viele subjektive Sichtweisen darauf, was schiefgelaufen ist und was nicht. Ich erzähle heute meine Sichtweise. Es wird garantiert andere geben. Und das gehört, glaube ich, auch dazu. Deswegen bitte immer beachten, das ist meine Sicht auf eine Zeitung, die es zum Glück heute noch gibt. Dazu komme ich am Ende. Wir hatten heute schon ein paar Tierbilder, ne? Ich habe vorhin schon geschmunzelt. Mist. Ja, neben Kindern und Tieren kannst du nur verlieren, ne? Das machen wir alle gern hier oben. Zu dem Bild habe ich mir eigentlich erstmal nur diesen Spruch gemerkt für mich. Ich habe den Zettel in der Hosentasche, mal sehen, wann ich ihn rausholen muss. Dass man zuallererst, und das ist vielleicht so etwas, was ich voranschicken möchte, wenn man sich binden möchte, und in einer Firma bindet man sich auch in gewisser Hinsicht, immer hingucken muss, ob man wirklich zusammenpasst. Ganz abschließend wird man es nicht wissen, aber man sollte versuchen, doch vielleicht länger zu gucken, wollen wir das zusammen tun oder nicht. Die beiden verstehen sich oder haben sich im Übrigen gut verstanden. Das sind zwei Haustiere, die ich sehr gut kenne. So. Es begann im Prinzip im November 2014 mit der Ansage, wir wollen eine neue Zeitung in Leipzig haben. Name war relativ schnell klar. Auch Partner waren da. Zu nennen hier im Vorlauf die Dreiviertel. Das war eine Stadtteilzeitung, die kam in Plagwitz, Lindenau und Schleusig heraus, kostenfrei. Und natürlich auch ein Stück weit die LIZ mit seit zu dem Zeitpunkt 10 Jahren gewachsenen Strukturen. Ein paar Werbekunden und auch ein bisschen natürlich journalistisches Know-how. Zumindest hoffe ich das bis heute, dass das so gesehen wird. Und hier sehen wir erstmal so eine Werbung. Man hat also angefangen zu sagen, kommt, wir brauchen eine neue Zeitung und wir brauchen Geld dafür. Dazu wurden unglaublich viele Kalkulationen gemacht, die wurden ins Netz gestellt und erzählt. Und daraus entstanden im Weiteren Maßnahmen wie Leserkonferenzen, insgesamt 10 Stück, wo wir mit Menschen versucht haben zu reden, also sowas wie eine Art Feldforschung, was braucht ihr eigentlich für eine Zeitung, was wollt ihr haben? Fazit, auch hier Zwischenfazit, wir haben schnell festgestellt, dass auf den Leserkonferenzen zwar hohes Interesse bestand, bis auf den von den 10, 4, die quasi dann gar nicht mehr besucht wurden, weil die irgendwie alle schon bei den ersten da waren, weiß ich nicht. Aber es entstand kein Bild irgendwie, wie man eine Zeitung haben möchte. Also vielleicht kann ja jeder mal in sich reinlauschen. Eine Zeitung schlecht finden kann jeder.
Aber eine Zeitung beschreiben, wie er sich selber vorstellt, wie sie in Leipzig sein sollte, wenn sie lokale Dinge beschreibt. Also wir hatten ein unglaublich diffuses Bild davon, was wollen wir eigentlich machen. Wir hatten eigene Vorstellungen, aber wir wollten natürlich die Leser ganz intensiv einbeziehen. Das ist ein Versuch, der läuft eigentlich bis heute. Ja, der junge Mann ist heute auch im Saal. Es haben unglaublich viele geholfen. Wir haben versucht, eine Nullausgabe zu produzieren, komplett auf eigene Kosten, um, wir haben das vor ein bisschen gehört, den Leuten was in die Hand zu geben und zu sagen, das ist es. Die haben wir verkauft, um gleich auch zu zeigen, es ist eine Verkaufszeitung, die wurde nicht verteilt. Hier stehen wir zum Beispiel gerade am Eingang zum Kohlrabi-Zirkus, da war drinnen gerade der Wanda. Wir haben immer wieder viele gute Gespräche geführt, es wirkte irgendwie alles total toll. Ich lasse das Bild mal ein bisschen stehen, weil drumherum passierte noch was anderes. In den letzten mindestens 2-3 Jahren, vermute ich schwer, es hat kaum jemand von Ihnen etwas von einer, oder von euch, wir machen das so, von euch, von einer so richtig prosperierenden Zeitung gehört. So, da geht's ab, da steigen die Auflagen, da passiert ganz viel. Also die Branche selber produziert eigentlich bis heute viele negative Nachrichten. Menschen werden entlassen, Zeitungen werden geschlossen, zusammengelegt, die kaufen sich gerade alle gegenseitig, das passiert jetzt gerade. Konzentrationsprozesse, ne, ist klar, Mantelproduktionen, das heißt immer, da schreibt in irgendeiner Stadt jemand was über unsere Stadt und war vielleicht noch nie hier im schlimmsten Fall. Und deshalb wurde die Branche hellwach und hat wahnwitzig viel über uns berichtet. Guck mal, da sind Bekloppte, die wollen irgendwie 10.000 Menschen zusammenkriegen, Abonnenten, das geht oder das geht nicht, irgendwie völlig irre Versuch, warum machen die das und so weiter. Also sie hatten gut zu berichten. Manchmal habe ich zwischendurch gedacht, die berichten deswegen so viel, um dann auch über den Niedergang viel zu berichten, weil das konnte ja nicht gut gehen. Die Zahl 10.000 im Übrigen von den Abonnenten war eine Zahl von 3. Da gibt es auch eine kleine Lehre, wenn man mit der Presse zu tun hat, sollte man mit Zahlen äußerst vorsichtig sein, sie sucht sich immer die größte aus. Die kleinste notwendige Zahl an Abonnenten war vor Start 3.000 Abonnenten. Dann gab es eine zweite Stufe mit 5.000 und eine dritte mit 10.000. Ich habe, glaube ich, nirgendwo gelesen, dass wir Minimum 3.000 Abonnenten suchen, sondern ich habe überall nur gelesen, wir suchen 10.000 Abonnenten. Und das ist ja völlig irrsinnig, das kann nicht gut gehen. Also große Geschichte, die sind völlig verrückt. Das ist dann auch so eingetreten. Wir sind gestartet mit 1.000 Abonnenten und ich streue einfach das, was ich dabei gelernt habe, immer so ein. Wie gesagt, subjektiv. Wir konnten von der Idee nicht lassen und ich glaube bis heute, dass es gut war, dass wir nicht davon lassen konnten, obwohl wir wussten, wir haben nur 1.000 Abonnenten. Wir hätten 3.000 gebraucht, übersetzt 250.000 Euro, um das erste oder die ersten 2 Jahre zu überstehen. Über Kalkulation können wir nachher noch beim Bier reden oder da werde ich jetzt nicht alle Zahlen hier erzählen, dann ist die Viertelstunde zu schnell rum. Das hier ist ein Bild vom Sommer 2015, Frühsommer, nach den ersten Ausgaben. Das ist das, was wir weggeworfen haben. Die LZ erlebte Folgendes. Die Ausgabe 0 war irgendwie gut und irgendwie nicht gut, weil sie hatte noch keinen inneren roten Faden. Wir haben irgendwie noch nach uns gesucht, alle miteinander, alles schrieb, alles machte, alles tat. Waren riesige Erwartungen dran geknüpft und die Erwartungen erfüllten sich einfach nicht. Also ich kenne Feedback so nach dem Motto, Mensch, da hat erstmal jeder all das geschrieben, was er sich so vorgestellt hat, hat so seine Lieblingsthemen abgefackelt, aber irgendwie ist das keine Zeitung. Die Ausgabe 0 haben wir 1.500 Mal verkauft. Wir reden hier immer noch über einen Wochenrhythmus und dann gingen wir in Serie. Ja, die nächsten Verkäufe lagen dann pro Woche, glaube ich, bei 1.000 dann, 1.200. Dann ging es runter auf 800. Also es dauerte wirklich nicht lang. Dann stand die Zeitung im aktiven Verkauf irgendwo bei 400, 300. Und wir sind gerade im Sommer 2015 und es sind seit dem Start knapp 2 Monate vergangen. Dann haben wir natürlich auch gedacht, Mensch, die Presse hat total über uns berichtet, da sind ja alle wach geworden. Wenigstens Firmen lesen ja Presse, wenn die Leser schon nicht Presse lesen und uns nur 1.000 abonniert haben. Wir sind also weiterhin hoffnungsfroh bis überheblich geblieben.
Und haben gedacht, da kommen doch wenigstens Werbekunden. Irgendwie müssen die ja rankommen. Ja, nun haben Firmen natürlich auch die Eigenart, erstmal zu gucken, was machen die denn da? Die haben gewartet. Die haben zugeguckt. Haben sich vielleicht mal eine Zeitung gekauft. Haben sich die schicken lassen. Und haben die wieder gewartet. Und wir haben jede Woche eine Zeitung rausgebracht. Wer ein bisschen mitrechnen möchte, das Abo kostete zu dem Zeitpunkt 89 Euro, Wochenrhythmus. Und wir hatten 1000 Abos. So. Macht bei mir, sagen wir mal, 90.000 Euro brutto. Die reichten natürlich nicht lang. Und es wurde immer enger. Und wenn es enger wird, und deswegen lasse ich das Bild noch eine Weile stehen, dann wachsen auch Konflikte. Dann sind Menschen auf einmal der Meinung, Mensch, das ist ja gar nicht so richtig, was wir hier machen. Das muss ja, irgendjemand muss ja daran schuld sein, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, da ist der nächste Fehler passiert. Statt irgendwann mal Stopp zu sagen und zu sagen, Moment, es läuft etwas ganz grundlegend schief, auch wenn man in der Zeit wenig schläft, auch wenn man in der Zeit sehr viel miteinander spricht, sich einen Tag rauszunehmen und zu überlegen, Moment, hier stimmt was nicht. Also wir machen hier entweder so weiter oder wir müssen irgendeinen ganz anderen Weg finden oder wir brauchen beispielsweise Investoren. Das kann man auch machen. Haben wir vorhin gehört. Nur die Zeit lief. Und dann war es eigentlich nicht im August, sondern im Juli 2015 war es genau 12 Uhr. Da war es nicht mehr 2 vor 12, nicht mehr 3 vor 12, es war genau 12 Uhr. In dem Zusammenhang, haben vielleicht einige gelesen, gab es dann auch noch den ersten negativen Artikel. Wenn man weiß, was man tut und wenn man weiß, wo man hin möchte, stört einen das nicht viel. Da sagt man sich, es gibt keine schlechte Presse, Hauptsache man hat drin gestanden. In dem Fall war das ein bisschen anders. Ich denke, dass der innere Streit und das Ganze, was dann da schon zu dem Zeitpunkt zu Zerwürfnissen auch geführt hatte, dazu geführt hat, dass ein Stadtmagazin hier in dieser Stadt interne E-Mails bekommen hat und hat sie dann auch noch nicht mal sauber ausgewertet. Das ist meine persönliche Meinung. Das wiederum führte dazu, dass irgendwelche Namen veröffentlicht wurden von angeblichen Investoren bei der Leipziger Zeitung. Ich sage mal ein Beispiel, da wurde davon halluziniert, dass die Leipziger Zeitung von der LVZ gekauft wird. Kurz was zur Logik. Man stellt eine Zeitung auf den Markt, die der Konkurrenz darstellen soll, so offen kann man schon sein, im Wochenrhythmus. Und da kann das schon sein, dass man geschluckt wird, aber dann gibt es danach die Zeitung nicht mehr. Das wäre logisch gewesen. Also mit anderen Worten, es gab keine Überlegung zum Verkauf, aber das stand auf einmal offen da. Und damit kommt man ins Überlegen, was macht man jetzt eigentlich? Ehrlicherweise haben wir da irgendwie, weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, die ganze Zeit immer noch diskutiert. Es gab eher Diskussionen darum, wer von uns jetzt nun die Firma verlässt und wer da drin bleibt. Das ging also auch relativ flott. Ein Teilhaber ist dann rausgegangen, zwei blieben übrig, einer davon wurde Geschäftsführer. Und es gab die Entscheidung, die ich menschlich sehr gut verstehen kann, es wird niemand von den Angestellten gekündigt, wir halten durch, wie auch immer. Wir haben auch durchgehalten, genau bis zum 24. August und dann wurde die Insolvenz angemeldet. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, zu reden. Allerspätestens dort. Ich glaube aber, das ist wie gesagt meine subjektive Sicht, das war die Stelle, wo es dann eigentlich nur noch darum ging, wer glaubt noch daran, dass es in Leipzig eine andere Zeitung geben kann und wer nicht. Und ich stehe, glaube ich, heute Abend hier, weil ich daran geglaubt habe. Andere haben nur noch halb dran geglaubt, andere gar nicht mehr. Wie soll ich das jetzt sagen? Also ich habe erlebt, was passiert, wenn eine Firma in die Hände eines Insolvenzverwalters gerät. Wenn es dann noch der Insolvenzverwalter ist, dann wird es lustig. Wir haben die Zeitung fortgeführt, dafür auch vielen Dank, Herr Stapper, und haben versucht, diese Zeitung in der Insolvenzphase, während draußen alles sagte, die sind pleite, die gibt es nicht mehr, die sind fort. Und ich immer sagte, Moment, geht doch mal in den Laden, da liegt sie. Haben wir versucht, weiter zu produzieren und haben in der Zeit versucht, einen Sanierungsplan aufzustellen, der natürlich
A, Entlassungen vorsieht, logisch, B, gravierende Veränderungen und C, vielleicht ganz neue Überlegungen. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich alle entlassen wurden, die in der ersten Firma drin waren, die Firma quasi für erledigt erklärt wurde und eine neue gegründet wurde, unter anderem durch mich und zwei andere Partner. Bis heute ist das so, die auch die LIZ, also die Leipziger Internetzeitung, mit mir zusammen machen. Und ja, das Bild können wir jetzt ein bisschen überspringen, weil das war mein Gefühl am 24. August 2015. Den Haufen habe ich mir länger angeguckt in der Nacht. Und das war die entscheidende Frage zu dem Zeitpunkt. Das Geld war restlos aufgebraucht, die 89.000 Euro waren fort, auf Nimmerwiedersehen. 1.000 Abonnenten, die ihr Geld praktisch in ein schwarzes Loch geworfen haben und die von uns nach wie vor aber noch beliefert wurden per Post und die Zeitung lag im Laden. Nun ist die Frage, wie kann ich ohne Geld diese Zeitung fortsetzen? Kleines Problem dabei, die Abonnenten haben schon bezahlt. Man kann die jetzt fragen, ob die nochmal bezahlen wollen. Da habe ich nicht so richtig dran geglaubt. Also haben wir sie nicht gefragt, sondern haben ihnen weiter ihre Zeitung geschickt und haben die auch weiterhin versucht, wöchentlich zu produzieren, auch mit der neuen Firma. Wir sind jetzt im November 2015, also Oktober, November. Das Problem war und blieb, also das Kapital der LIZ, wer es ein bisschen kennt, der ahnt, das hätte nicht gereicht, um die Leipziger Zeitung ein ganzes Jahr zu tragen. Hat nicht gereicht. Und haben wir das erste Mal großes Glück gehabt und haben in Leipzig zwei Unternehmer gefunden. Keine Verlage, kein Matzak, das möchte ich gerne immer wieder betonen, mit denen ich angenehmerweise bis heute befreundet sein darf. Und die haben gesagt, Mensch, das ist eine gute Idee, wir brauchen so eine Zeitung. Und da habe ich so das erste Mal das Gefühl bekommen, und das ist die Frage dazu, wer hat denn eigentlich Geld in Leipzig? Also ich bin sehr viel rumgelaufen und habe mich immer gefragt, wo kriege ich denn Investitionskapital her? Ich rede jetzt von diesem lokalen Markt und wir reden nicht von Amerika, wir reden nicht von irgendwelchen Börsen, sondern wir sprechen davon, wo ist das sogenannte gut situierte Bürgertum in Leipzig, was in der Lage ist, ein neues Projekt zu unterstützen. Es scheint noch recht dünn zu sein. Aber wir haben zwei Menschen gefunden, die das gut fanden. Wir haben Verträge mit ihnen geschlossen. Wir haben uns praktisch Geld geborgt, um weitermachen zu können. Das habe ich mir selber noch mal in Erinnerung rufen müssen, auch mit diesen falschem Abkürzungsspaß. Es ging immer bei der ganzen Sache darum, glaube ich, wer übernimmt die Verantwortung eigentlich? Also wer trägt die? Man kann eine GmbH gründen und denkt, man kann sich dahinter verstecken, im Zweifelsfall und kann gehen. Das geht im Fall einer Zeitung auf gar keinen Fall. Sie stehen im Prinzip oder ihr steht in dem Moment immer draußen, ihr seid immer im Regen, ihr seid immer angefragt. Also ihr seid die Bezugsperson, denn ihr seid die Zeitungsmacher. Da hilft kein Ausweichen, denn man stellt keine Schrauben her. Ich habe gerade angezeigt bekommen 5 Minuten. Das ist auch spannenderweise das letzte Bild, denn ich würde gerne lieber auf Fragen reagieren. Die Geschichte ist komplex genug. Das ist die LZ heute. Wir haben Ende November eine Entscheidung treffen müssen im letzten Jahr, die ich vorher selber nicht für möglich gehalten habe und die man hätte noch früher treffen müssen, denke ich. Wir haben gesagt, wir bringen die nur noch monatlich raus im Moment, weil es sich finanziell überhaupt nicht anders darstellen lässt. Das ist einfach die aktuelle Ausgabe, die liegt im Moment in den Läden. Ich möchte ja keine Werbung machen, aber wir brauchen weiterhin Leute, die die Zeitung kaufen. Und der Stand ist heute dieser. Wir haben, nachdem wir dieses Jahr festgestellt haben, dass selbst die 1.000 Abonnenten, von denen wir immer dachten, die hätten alle bezahlt, dass da ein Teil davon Geschenkabos waren, ein Teil davon waren Halbjahresabos oder irgendwas anderes, oder die wurden einfach nur mitbeschickt. Wir haben also im Sommer mitbekommen, Mensch, Sommer 2016, wir haben ja eigentlich nur 600 Abonnenten. Und die, die wir dazu gewonnen haben. Denn die anderen fielen auf einmal alle raus. Also sind wir fast in die nächste Krise gestürzt, oder man darf sagen, wir sind in die nächste Krise gestürzt. Und ich bin heute Abend heilfroh, hier sagen zu können, dass 3 Dinge heute stehen für mich. Wir haben jetzt 1.300 Menschen, die diese Zeitung wirklich mit Abos unterstützen.
Das ist gut so. Das heißt, wir haben dieses Jahr einiges richtig gemacht, auch schon wieder Neues falsch, da bin ich ganz sicher. Es gibt eine relativ stabile Anzahl von Menschen, die sie kaufen, im Moment jeden Monat. Das schwankt ein bisschen, mal geht's rauf, mal geht's runter. Es hängt sicher auch von der Titelgeschichte ab. Und das Dritte ist, dass wir gute Freunde gefunden haben, die uns jetzt die Möglichkeit geben, ad 1 die letzten Scherben zu beseitigen, und das sind immer auch finanzielle Scherben, das ist so. Und zum Zweiten, das nächste Jahr endlich mal ruhiger angehen zu können. Ich hoffe, dass wir nicht journalistisch ruhiger werden, aber finanziell haben wir zumindest jetzt nach anderthalb, fast zwei Jahren einen Punkt erreicht, wo wir wissen, die Zeitung wird es auch weiterhin geben. Und was habe ich dabei gelernt? Das ist heute alles schon gesagt worden. Wenn ihr glaubt, dass das wirklich richtig ist, was ihr tut, und ich glaube seit mittlerweile 10, 11 Jahren, dass es in Leipzig andere Medien braucht als die, die wir haben und die wir kennen, und dass diese Medien auch ihre Fehler machen dürfen, und dass das alles nicht einfach ist, das weiß ich jetzt, dann tut es einfach. Das stimmt, das ist richtig und das wird immer richtig sein. Aber das erste Bild, was ich eingeblendet habe, ist mir eigentlich das Wichtigste. Um Verletzungen zu vermeiden und um auch einfach, ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich heute Abend hier bin, um zu wissen eigentlich, das sollte man am besten wissen, ob man mit den Menschen zusammen kann, ob man fachlich geeignet ist, ob man das wirklich gemeinsam probieren möchte, sollte man sich Zeit nehmen. Man sollte vielleicht noch viel länger planen. Wir waren zu schnell. Wir haben uns dann treiben lassen davon, dass wir ja Geld eingesammelt haben. Wir müssen jetzt anfangen, statt zu sagen, nee, wir brauchen noch ein halbes Jahr. Wir starten nach dem Sommer 2015 oder. Also am Ende ist häufig dann die Konsequenz, wenn man sich von außen treiben lässt, weitaus schlimmer, als wenn man dann mal frühzeitig eine vielleicht auch nicht ganz so angenehme Entscheidung trifft, weil man merkt, so leicht wird's alles nicht. Ich glaube, wir müssen noch mal reden.